Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Spiel hat uns hier wieder im Lager starten lassen, anscheinend. Speichert es nicht überall, sondern den Fortschritt nur. Wir kommen aber hier ständig wieder im Lager raus. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir haben ja bestimmt sowas wie eine Karte. Revanche verfolgt, kehre zur verwundeten Soldatin zurück. Da müssen wir hin, wir sind hier. Also wieder hier raus. Und dann laufen wir halt nochmal schnell zu ihr. Ist doch alles kein Problem. Und dann bringen wir ihr den Kopf. Ich habe das jetzt mal übersprungen. Weil das wird ja, glaube ich, jedes Mal die gleiche Animation sein. Ist halt wahrscheinlich einfach der Ladebildschirm, den uns das Spiel etwas verschönern möchte. Hier draußen tobt wie immer der Krieg. Na, können wir eigentlich als Handel benutzen. So kräftig wie wir sind. Und dann laufen wir nochmal schnell zu ihr, bringen ihr den Kopf und dann müssen wir mal die Hauptmission etwas weiter verfolgen. Ich glaube, wir sind hier runter, ne? Irgendwo, ich glaube hier da hinten war die Kleine doch. Oder doch nicht? Nee, hier oben. Entschuldigung. Der Captain ist tot. Hat bezahlt. Nicht genug. Kommst du klar? Brauchst du einen Sanitäter oder so? Spinnst du? Ein Sani bringt mich hier schneller um als dieses Schrapnell. Nur keine Sorge. Das hier werde ich schon überleben. Na schön. Hey! Das war richtig so. Schade, ich dachte, wir kriegen eine Verbündete. Wähle eine Belohnung. Ein Sturmgewehr. Wäre natürlich um einiges besser als unsere. Schwächungskugeln. Schüsse verursachen einen Schwächeeffekt bei Gegnern. Lebensentzugswaffe, okay. Und sowas stand da, der Anteil. Na, der Anteil an Leben, der durch das Verursachen von Waffenschaden wiederhergestellt wird. Du erhältst Splitter, wenn du Waffen und Rüstungsteile zerlegst. Okay. 5,4%. Das ist gar nicht so schlecht. Pumpgun finde ich aktuell noch ein bisschen nutzlos. Werden wir sicherlich auch noch gebrauchen. Eine coole Sniper, aber es ist auch wieder ein Repetiergewehr. Sprich, das wird... Nee, wir nehmen auf jeden Fall das. Ja, echt gut. Vielleicht finden meine toten Freunde jetzt leichter zur Ruhe. Könnte sein. Wir gehen schnell ins Inventar und wechseln einmal die Waffe. Und hier müssen wir mal gucken, ob wir die zerlegen. Oder ob wir die dann später an den Händler verkaufen. Das eine bringt ja dann diese Splitter, hatten wir gerade gelesen. Das andere dann wahrscheinlich Geld. Du bist nicht wie die anderen Veränderten, die ich kenne. Und eigentlich bist du auch nicht wie die anderen Outrider. Ja, wir sind halt besonders. Aber eigentlich muss ich mit dir jetzt nicht... Na doch, die hat wohl noch eine Quest für uns. Ich wollte doch weitermachen. Du kommst zu spät. Hä? War doch gerade noch da. Was los mit dir? Was ist dir passiert? Scheiße, wonach sieht's denn aus? Massakriert haben sie uns. Wir hatten sie umstellt und... Dann kam der Captain. Ach, wir können die Mission... Gut, alles klar. Wir können die Mission... Ja, echt gut. Ja, haben wir doch schon gehört. Alles gut. Wir jetzt leichter zur Ruhe. Wir drücken mal kurz Tab und dann wissen wir, wo wir lang müssen. Denn das ist ja eigentlich die Hauptmission. Wir können die Mission natürlich beliebig oft spielen auf den verschiedenen Weltstufen und so weiter. Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels. Dass man sich hier hoch lootet ohne Ende, indem man viele Missionen nochmal macht. Aber ich glaube, die Captain-Mission können wir erstmal getrost beiseite lassen. Ich würde nämlich gern mit euch in der Story weiterkommen. Denn darum soll es hier im eigentlichen Let's Play gehen. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt nicht vor, mit euch 8 Millionen Mal dieselben Missionen zu spielen, bis wir irgendwann... Ach du Scheiße, ich sollte nicht immer so viel quatschen. Bis wir dann irgendwann die beste Ausrüstung haben, die uns das Spiel zur Verfügung stellt. Weil das möchte sich auch keiner angucken, sondern mir geht es hier
bei euch... Ach, ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich muss mich konzentrieren. Mir geht es hierbei drum, euch das Spiel ein bisschen zu zeigen. Die Mission vor allem. Die Geschichte, die dahinter steckt. Und wenn wir dann irgendwann mal einen Punkt erreicht haben, an dem wir damit durch sind und es wirklich nur noch um Ausrüstung, Farmen und so weiter geht. Ah, aua. Dann werde ich das Let's Play sehr wahrscheinlich an der Stelle beenden. Aber dazu dann mehr, wenn wir mal so weit sind. So um die 20 Stunden Story soll es wohl sein, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist natürlich echt so überhaupt nicht die geilste Deckung hier und ich stelle mich gerade schon wieder ein bisschen doof an. Ich muss erstmal wieder kurz etwas reinkommen ins Spiel. Es sei mir verziehen. Ach, wir kriegen echt gut Hit. Aber die umrennen uns hier halt aber auch gerade. Wir können ja mal Nahkampf probieren. Geht mit der Taste F, für jeden, der es wissen möchte. Ah, wir rennen hier voll bei den Gegnern rein. Lebensentzug, Lebensentzug. Und schnell wieder hochgehielt, na, ein Glück. Die geben uns halt aber auch echt keine einzige Sekunde mal Verschnaufpause. Wer schießt denn hier noch? Kommst denn du auf einmal her? Aua. Und eigentlich ist das Spiel ja auch eher für Multiplayer gedacht. Immer noch. Ist jetzt mal gut von der Seite. Vielen Dank. Wir haben echt gut Leben verloren. Kriege ich den damit? Können wir uns wieder ein bisschen Leben holen. Ja, ist ja halt eigentlich auch eher so als Multiplayer gedacht, dass man hier zusammen in die Mission zieht. Und feuert, was das Zeug hält. Angriff. Aber es traut sich keiner, oder was? Bam. Zeig doch deinen Kopf. Da oben ist noch der Scharfschütze. Den haben wir leider nicht perfekt erwischt. Ja, auch wenn ich zwar Freunde habe, die das Spiel auch spielen und wir Multiplayer-mäßig da Let's Plays machen könnten, ist halt bei mir einfach das Problem die Zeit. Ich nehme fast immer früh auf, das heißt so um 6, um 7 geht's los. Und da finde ich keinen Freund, keinen einzigen, der da sagen würde, hey komm, wir nehmen hier mal was zusammen auf. Und das ist halt echt schwierig. Ich möchte euch ja auch täglich Videos liefern. Und es bringt dann nichts, wenn dann nur alle ein, zwei Wochen mal ein Video kommt und wir das dafür aber im Multiplayer spielen. Deswegen geht's hier solo durch. Was haben wir denn gefunden? Den Schlüssel, okay. Ansonsten gab es hier loot-technisch nicht allzu viel. Glaube, ich spiele das noch etwas zu ruhig, das Game. Sorry für den kurzen Cut. Warum auch immer hat sich mein Monitor gerade ausgestellt. Und das ganze Spiel ist auf den zweiten Monitor rübergewandert. Aber da wollte ich erstmal gucken, ob jetzt die Aufnahme überhaupt noch läuft oder ob hier irgendwas durcheinander gekommen ist. Deswegen haben wir hier mal einen kurzen Cut gemacht. Denn jetzt auf gleich, warum auch immer, muss man nicht verstehen. Es ist einfach Technik. Wir haben einen cooleren Helm gefunden. Den rüsten wir natürlich direkt aus. Sieht nicht groß anders aus als der erste. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich will bloß nochmal kurz hier ein bisschen rumschauen, ob wir vielleicht doch noch eine Truhe oder coolen Stuff finden. Aber ich glaube eher nicht. Wir haben hier noch ein bisschen Munition. Ja, und dann machen wir doch hier direkt weiter. Bisher noch keine Lags. Die ersten 5 Folgen habe ich halt an einem Tag aufgenommen. Da habt ihr das ja selber mitbekommen. Da hat es immer so ein bisschen ab und zu mal gezuckt. Jetzt sind, ja, ziemlich genau 5 Tage vergangen. Und ich glaube, die Serverprobleme haben sich gebessert. Es ging jetzt die ersten Tage auch leider das Crossplay nicht. Kam aber glücklicherweise auch direkt eine Meldung. Und dass daran gearbeitet wird. Sollte aber wohl mittlerweile doch funktionieren. Jetzt hat es doch mal kurz gezuckt. Ich sag nichts mehr. Was gab's hier Schönes? Ein Sturmgewehr. Wir nehmen es natürlich mit.
Aber ich würde es jetzt nicht gleich ausrüsten. Weil unseres hatte, glaube ich, irgendwas in die 140. Und ist damit definitiv besser. Schon wieder ein Boss. Wieder einer, der auf den Nahkampf geht. Bleibt doch alle mal weg von mir. Wir müssen auf jeden Fall die ganzen Fähigkeiten immer relativ schnell einsetzen. Weil es hat ja alles abhängt Zeit. Hehe, verarscht, mein Freund. Kriegen wir halt von den anderen auf den Sack. Aber den haben wir doch ganz gut gekriegt. Au, was hat denn er mit uns gemacht? Frost? Komm, wir machen nochmal Nahkampf. Bam. Was liegt denn hier noch? Kann es nicht aufnehmen. Gucken wir uns dann mal an, wenn wir hier mal eine Sekunde mehr Zeit haben. Auch ein richtiges Scharfschützengewehr. Das Ding nervt mich ein bisschen an. Macht zwar auch gut Schaden, aber ich möchte One-Hit-Headshots verteilen. Ich bleibe jetzt erstmal auf der Weltstufe 2. Wir hatten zwar die 3 schon freigeschalten, aber ich fand die... Tatsächlich bei dem Captain, habt ihr ja gesehen, ich bin gestorben, fand ich die echt ziemlich hart. Wir lassen es jetzt mal noch auf der 2, eventuell die nächste Mission gehen wir mal hoch und gucken mal, wie das läuft. 2 Titanen waren das. Aber es läuft doch schon besser. Komm raus aus deinem Versteck. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hoffe es. Gegenstand aufheben. Nochmal Titan. Ne, wir haben einen zerschlissenen Mantel. Ne, da kommt noch jemand. Ach. Falsche Waffe. Lasst mich hier bitte nochmal in Ruhe durchgucken. Weiß halt nicht, ob man wirklich hier alles absuchen muss oder ob das Spiel einem schon die Kisten und so weiter recht sichtbar hinlegt. Aber bevor wir was verpassen, gucke ich doch lieber nochmal nach. Lasst uns mal schauen, wir haben... Ist das der zerschlissene Mantel? Nö. Wo ist der hin? Das ist irgendwie etwas komisch. Das Ding heißt kaputte Rüstung, Rüstung Oberkörper, ausgerüstet. Aber einen zerschlissenen Mantel sehe ich gerade nicht mehr. 143 haben wir hier, 120, wir hätten hier noch 122er, lasst uns das mal wechseln. Ansonsten, wir könnten wahrscheinlich mal die Pistole, ah nein, die können wir nicht, die können wir nur mit anderen Pistolen tauschen und die ist schlechter. Gut, nach der Mission... Gebietsziel, räume die Ruine frei. Nach der Mission müssen wir definitiv mal an den Händler was verkaufen. Denn unser Inventar ist schon wieder ganz schön vollgemüllt. Ah, geil. Wir haben wieder ein richtiges Scharfschützengewehr, ne? Endlich. Und dann treffe ich nicht. Aber jetzt... Und damit haben wir das Gebietsziel abgeräumt und wir müssen noch die Felsen wegräumen. Wir gucken hier mal ein bisschen rum, was sich so findet. Aber so wirklich viel Loot gibt es noch nicht. Mit dem Mantel, finde ich. Das erinnert mich stark an die Mission damals in Damaskus, bei der wir diese Diplomaten gerettet haben. Ich musste deinen Arsch vor einem Machetenmob retten. Ich musste deinen blöden Arsch von einem wütenden Redneck-Mob retten, der DC stürmte. Diese Missionen, da hatte ich das Gefühl, für eine Sache zu kämpfen. Aber das Drecksloch hier war den Kampf nie wert. Und? Um was geht's dir denn? Ich versuche nur zu überleben, Boss.
Das ist schon schwer genug. Anscheinend war das ein guter Tag, um aufzuwachen. Wir haben gerade noch ein cooles Sturmgewehr bekommen. Ich wollte sagen, mit dem zerschlissenen Mantel finde ich ein bisschen komisch, dass der jetzt weg ist. Wer weiß, muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal angucken. 166 sieht gut aus. Und genau das ist der Grund, warum ich aktuell beim Händler noch kein Geld ausgeben möchte. Wenn man halt am Anfang von solchen Spielen sowieso Minutentakt bessere Ausrüstung bekommt. So, damit sind die Felsen hier gemeint. Guck nochmal eben. Ne, wir dürfen nicht hier rein. Mann, 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 was für eine traurige Welt. Bam. Aber es sieht schon mega, mega geil aus. Ich hab's schon tausendmal gesagt. Naja, nicht ganz tausendmal, aber 999. Aber ich find's sehr, sehr hübsch gemacht. Ich glaube, bei ihm kommt jede Hilfe zu spät. Wir haben hier einen Fahnenpunkt. Das heißt, wir können ab jetzt reisen und hier wird es nochmal Munition geben. Und dann geht es bestimmt gleich auf in den nächsten Kampf. Räume den Bereich frei. Scheinen wohl nur Nahkämpfer zu sein. War aber schnell hier. Sollten wir vielleicht doch meine Pumpgun ausrüsten. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Die bösen Halsabschneider. Aber heute werden eure Hälse abgeschnitten. Ist hier noch was oder ist das einfach nur verseucht? Oh, wo kommt er denn her? Aber die sind ja wirklich richtig easy. Hui, brumm. Da war er weg. So, abgenutzte Stiefel. Wir nehmen die jetzt mit. Und dann gucken wir in das Inventar. Und wir haben wieder keine abgenutzten Stiefel. Bin ich denn doof? Wir müssten doch eigentlich hier drüben sein. Ach, wir sind bei Helme drin. Entschuldigung, jetzt habe ich es erst kapiert. Ähnlich wie hier drüben. Ja, hätte man merken können. Bitte verzeiht mir, schreit mich nicht gleich wieder an. Hier ist der Mantel. 55, wir haben 54, können wir wechseln. Alles klar, Entschuldigung. Ist aber cool, dass wir zumindest für jeden Ausrüstungsgegenstand so viel Platz haben. Und es ist vor allem auch gleich sortiert. Man sieht alles sofort, was man hat von dem jeweiligen Gegenstand oder Ausrüstungsteil. Finde ich cool. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Inventarunordnung. Gerade wenn man dann nach so einem Gefecht erstmal guckt. Was hat man denn? Hatte man nicht da was gefunden und man sucht die ganze Zeit doof rum? Da finde ich das so schon relativ cool gemacht. Ein kleines Lagerfeuer, würde mich zwar gerne mal hinsetzen. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen zum Solarturm. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was uns dort erwartet. Und was uns dort erwartet, sehen wir dann morgen in der nächsten Folge. 17 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Ach Mist, jetzt bin ich hier direkt in den Gegnermob gerannt. Hätte ich mal noch einen Meter weiter vorne gewartet. Dann müssen wir die hier noch schnell besiegen. Vorher kann ich kein Folgenende machen. Und da haben wir's. Morgen 17 Uhr geht's dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.